Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Dead Space Remake. Und wir müssen jetzt den SOS-Sender finden. Ja, wir haben hier einen Typen gefunden. Hier sehen wir ihn nochmal. Der hat sich, oder ist es einer von denen, die ich umgebracht habe? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen Typen gefunden, der hat sich selbst Arme und Beine abgetrennt, weil er gesagt hat, wenn er schon stirbt, dann will er niemanden töten. Das ist eine extrem traurige Geschichte, oder? Ich meine, wir haben wirklich jemandem dabei zugehört, wie er sich die Extremitäten abgetrennt hat. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich brutal. Deswegen vergessen wir das ganz schnell und gehen hier weiter. Sieht es gerade aus mit meiner Bewaffnung? Ich bin einigermaßen durchwachsen bewaffnet. Low on energy. Ich habe doch gerade irgendwas trampeln gehört. Okay, Energie ist wieder da. Warum war sie jetzt weg? Was ist hier oben unterwegs? Was will mich angreifen? Der Admin Rig hat den Standort geändert. Hast du ihn? Hab ihn. Ich suche Temple Sender auf dem Wartungsunterdeck. Oh, Bruder. Mach doch nicht diesen. Mach doch nicht diesen, Bruder. Also das gerade mit dem Strom, das war auf jeden Fall schon ziemlich gruselig. So, ne, ich muss hier hinten lang. War hier... Ne, hier war nichts, oder? Scan Rig to unlock Workstation. Ne, da kann ich ja später ran. Da kann ich ja später was machen. Du machst mir keine Angst mehr. Okay, hier muss ich jetzt rein. Ich hörte von einem anderen Überlebenden. Ja, wir waren hier, glaube ich, schon mal unterwegs. Genau, genau. Er erzählt uns nämlich, dass er hier auf Mercer getroffen ist. Der bestimmt kein falsches Spiel mit uns treibt. Ach ja, dieser Fahrstuhl hier, der so super sicher ist. Dieser super sichere Sicherheitsfahrstuhl hier. Der so sicher ist, wie ein Sicherheitsschlauch, ey. Sorry für schlechte Wortspiele. Im Lüftungsschacht der Besatzung sein. Sie bringen etwas rein. Der Marker. Mach, dass es aufhört. Das soll aufhören. Was? Das war der Marker. Hast du... Nein. Ich konnte nicht sehen.
Hermanns Signal ist wieder weg. Bitte, hol einfach den Scheißsender. Ich will von diesem Schiff abhauen. Das wollen wir alle. Ich auch. Bin hier auch weg. Oh, schon wieder alles so organisch hier. Okay, da unten ist schon wieder so ein Ding, das werfen kann. Oh, das ist doch auch echt schwer zu bekämpfen, ne? So. Probieren wir es mit ein bisschen Feuer. So, lebt da jetzt noch was? Gemeiner, fieser Scheißgegner, ey. Ich wollte schon sagen, ey, dafür gibt es nur so einen Schiss hier, oder was? Ah, zum Glück hatte ich noch ein paar Items. So, da vorne muss ich theoretisch lang, aber ich könnte auch da hinten mal einen kurzen Blick riskieren. Ob wir da irgendwas Spannendes finden. Komm. Ein Schutzschalter finden wir hier. Okay, Leute. Wir gehen durch die Tür, durch die wir... Ich glaube, wir müssen hier sowieso noch lang. Wir würden uns jetzt hier nur was vorwegnehmen. Ganz kurz einen Check machen, habe ich noch irgendeine andere Waffe, die ich benutzen kann. Hier ist meine Lieblings-Lasergun. Für anständig Lasergun Pew Pew. Ja, geht ja richtig gut hier ab, ne? Sch-
schönen Explosive ins Gesicht geschmissen. So lohnt sich das. So wird das hier gemacht. Im Weltall hört dich niemand schreien, wenn du zwei Explosive ins Gesicht geschmissen bekommst. Aber langsam bist du so munitionsmäßig hier so ein bisschen Schmalhans der Küchenmeister, ne? Also, für die Strahlenkanone kriege ich halt immer so viel. Die mag ich halt nicht mal so. Ist hier auch noch verschlossen? Was ist hier los? Oh mein Gott. Was? Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich bringe uns nach Hause. Da. Es gibt einen SOS-Sender in der Nähe. Wir können Hilfe rufen. Der Sender? Stimmt. Sie haben ihn in der Werkstatt eingeschlossen. Aber mit meiner Freigabe kommen wir rein. Hier entlang. Ah ja, jetzt darf ich hier lang. Ich kann die Werkstatt von hier entriegeln. Nicole, ich habe dir so viel zu sagen. Ich weiß, dafür haben wir später noch Zeit. Holen wir den Sender. Alle zählen auf uns. Ich wollte sagen, und sie hat hier so viel nicht zuzuhören. Was? Nein! Nicole, siehst du das? Mach weiter! Ich halte sie auf! Nein! Oh fuck. Okay, ich muss hier. Ah, okay, ich muss auch noch Nicole auch noch retten. Okay. Also nicht nur mich, sondern auch noch Nicole. Wartet mal. Dann sollte ich definitiv andere Waffen nehmen. Also einfach Waffen, mit denen ich hier schnell was wegprügeln kann. Nicole, ich habe dir so viel zu sagen. Ich weiß, dafür haben wir später noch Zeit. Holen wir den Sender. Puh, denn eine reine Materialschlacht hier. Erledigt. Die Werkstatt ist offen. Ich habe dich noch nie arbeiten sehen. Du gehst mit dem Ding um wie ein Chirurg. Ich passe auf dich auf. Okay. Wie komme ich zu dir? Nein, du musst unbedingt den SOS-Sender starten. Hier sind überall Wartungsschächte. Ich hole dich schon ein. So, jetzt mal alles nachgeladen. So, Nicole. Versteck dich, wenn du noch mehr siehst. Okay? Ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Du schaffst das. Du bringst die Dinge wieder in Ordnung. Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier manipuliert werde? Aber ja, manly man wie ich bin, bringe ich die Dinge wieder in Ordnung.
Aber dafür, dass sich die beiden schon so ewig nicht mehr gesehen haben, ne, ist sie doch recht schnell daran interessiert, dass mit ihm wieder alles in Ordnung ist zwischen den beiden. Also, wie gesagt, ich traue der ganzen Geschichte nicht. So, SOS-Sender habe ich. So, starte SOS-Sender. Gut, dafür muss ich den Fahrstuhl da hinten benutzen. So, ein paar Items noch mitnehmen. So, haben wir alles hier? Jo, hier haben wir alles. Na, kommt dann. Alles okay. Ich habe den SOS-Sender. Nicole hat mir geholfen. Nicole ist da? Wir wurden getrennt, aber sie findet schon einen Weg zurück. Sie ist eine Kämpferin, nicht wahr? Ich gehe zurück zum Abbaukontrollraum und starte den Sender. Sieh du nach Nicole. Solange das System nicht wieder versagt, bleib wachsam. Okay, wir wird schon wieder gegrillt. Warte mal, muss ich jetzt wieder irgendwas umstellen? Ah ja. Schwerelosigkeit aktiviert. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Schnell noch abspeichern. Yes, bin hier richtig. Schwerelosigkeit deaktiviert. Was ist denn hier los, ey? Sehe ja gar nichts. Alles scheiße aus hier. Nee, da muss ich noch nicht hin. Und ein paar Credits abgegriffen, dass wir auch gleich wieder ein bisschen shoppen können hier demnächst. Nö, doch, dann hier zum nächsten Fahrstuhl. Ja, SOS-Sender gefunden, jetzt aber nichts wie raus hier. Puh, Leute, ey. Ja, hat man aber auch echt keine Sekunde Ruhe. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei Dead Space 2 ist. Da hatte ich damals im Test gesehen, also im Testvideo, dass man da wohl auch ein paar Durchatmepausen hat. Das hat man hier ja gar nicht, ne? Wir sind nur am Ballern, nur am Ballern. Was so ein bisschen dazu führt, ist, dass man so diese Action und sowas echt gar nicht mehr so wahrnimmt. Weil man ja eh ohnehin nur am Ballern ist, die ganze Zeit. Warnung, Energieausfall. Was ist hier los? Schön den Kopf weggesäbelt von dem Vieh. So, haben wir sie alle? So,
So, jetzt aber raus hier, oder? Energie wiederhergestellt. Dankeschön. Wer wirft mir den... Was war das denn gerade für... Achso, das bin ich, der Schatten da vorne. Ach du Schreck. Dachte jetzt gerade schon wieder, dass ich hier sonst was oder so. Die. Stirb. Okay, Lasers. Und ich muss da jetzt irgendwie durchkommen. Ah. Ich halte einfach den Körper von so einem Bösen vor mich als Schutzschild gegen den Laser. Okay. Also hier habe ich schon alles aufgesperrt. Hui, ein Store. So. Ah ja. Neuer Anzug, Rick. Ansonsten will ich ein bisschen... Ja, ein bisschen Munition für meine Strahlenkanone hier. Die habe ich doch so gern. Ohne Witz, die habe ich halt wirklich super gern. Shit, das war die... verdammt, das war... Ich habe jetzt die falsche Kanone im Blick gehabt. Ist ja die... Aber gut, dann nehmen wir jetzt halt die. Daran soll es nicht scheitern. Das ist toll, was hier so alles passiert, ne? Das ist hier wieder alles so... So überdramatisch. Aber wir könnten mal schnell eine Runde abspeichern. Wenn wir schon mal hier sind, lass mal kurz ein kleines Safe-Gamechen anlegen. Ne, wir wollen ja auch hier... Oh! Ich hab schon... Oh! Ups! Gerade nicht genug Speicherplatz auf der Konsole. Ja, dann überschreiben wir mal einen alten, würde ich sagen. Muss man dringend ein bisschen Speicherplatz freimachen. Muss mein ganzer Speicherplatz hin? Oder kann es sein, dass ich einfach mittlerweile zu oft abgespeichert habe? Okay. Weird. Ich vertraue hier nichts. Little eyes, what secrets you have seen. Ja, und wer bist du hier eigentlich? Also außer Tod. So, ein Knoten. Ja, ein bisschen Stuff. Und ordentlich Credits. Ja, kleine Augen, welche Geheimnisse hast du gesehen? Und wer bist du eigentlich? Hast du dir hier noch ein paar Zähne gezogen mit deinem... mit deinem Bolzenschneider oder was immer das sein soll? Zero Gravity Therapy. Enzyklopädie Ishimura.
So. Musste ein bisschen... Okay. Tja, da habe ich einen Laser hingeparkt. Cooler Effekt, ich habe nur Angst, dass ich da selbst nicht durchkomme. Okay, also ich bin da durchgekommen. Da. Danke für 400 Credits. Die Waffe ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Die Laserkanone, die Strahlenkanone. Administratorenzugang gewährt. Abschussrohre werden vorbereitet. Abschussrohre blockiert. Was war das? Die Minenarbeiter müssen die Abschussrohre mit Sprengfallen versehen haben. Die sind hin. Na super. Wir können den Sender ja nicht einfach aus dem Fenster werfen. Ach, es muss doch. Der Asteroid, der im Abbausektor zum Schmelzen verwendet wird. Was ist damit? Wenn ich den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringe und ihn dann vom Schiff weglenke, bekommen wir eine saubere Übertragung. Und du wärst tot. Die Maschinen laufen noch alle, Isaac. Das hat wahrscheinlich auch diese Dinger ferngehalten. Das ist unsere einzige Chance, Kendra. Ich werde es versuchen. Wow, also, ne? Muss man ja sagen... Bestätigt. Muss man ja sagen, Isaac ist ein Mann der Tat. Da wird nicht lange gefackelt. Dann geht's direkt weiter hier. Hier direkt weitergemacht. Ja, natürlich ist hier wieder alles voller Gegner. Aber, wartet mal. So, noch mehr hier, Unholde. Mitten in der Dunkelheit. Your safety is in your hands. Ja, so spiele ich hier das ganze Spiel, ne? Also hören tue ich euch. Wow! Alter, ein Treffer, so viel eingesteckt. Ein verdammter Treffer, so viel eingesteckt. Wo kriege ich denn jetzt hier die Energie her? Ah, von hier hinten.
Tja, mit dem Strom sparsam sein, deswegen immer schön. Wow! Mach doch nicht diesen. Ich höre irgendwas Großes. Ich hau hier ab. Wenn Sie was Großes hören, einfach abhauen. Verschwinden Sie einfach. Machen Sie sich keine Gedanken. Oh, zweimal Stase. Goldene Halbleiter. So, Gesundheit wieder auf Vordermann. Netter kleiner Raum, der ist sicher. Hier möchte ich gerne bleiben. Aber darf ich ja nicht. Muss ja weiter gegen die Ausgeburten der Hölle kämpfen, ey. Dankeschön, ne? Immerhin. Danke. Arschloch, ey. War ich überhaupt nicht darauf vorbereitet jetzt auf diesen Kampf. Kam mal wieder einfach so. Wie so oft in diesem Spiel. So, kostenlos Stase. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Platziere den SOS-Sender. Was? Das kann. Ja, gut, klar, das kann mich natürlich auch töten. Mal wieder zu Hackfleisch verarbeitet. So, wie weit hat es mich jetzt zurückgeworfen? Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Ach so, man kann ja diese Dinger natürlich einfrieren, wie immer, ne? Mit Stase.
So, genau, da sind nämlich die Gravitationsstrahlen. Aber wie soll ich jetzt hier... Platziere den SOS-Sender. Also ich kann halt die Gravitationsdinger da lahmlegen. Oh. Okay, irgendwo bin ich da jetzt schon wieder reingeraten. Also ich verstehe jetzt auch nicht, gerade nicht so wirklich, wie das jetzt hier funktionieren soll. Was okay ist, weil immerhin, ne, ist ja schön, dass man nicht immer so vormarkierte Punkte hat, geh da hin, sondern dass ich jetzt hier eine Lösung für dieses Problem finden muss. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Ah, guck mal. Boah, der wird aber auch echt schnell zerrissen, ey. Heidewitzka, Leute. Heidewitzka. Und jedes Mal wieder dieses, hast du schon eine Idee? Ja, er wird von zwei Gravitationsstrahlen gehalten. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Wie soll das funktionieren? Also das, ich versuche nur gerade herauszufinden, wie das funktionieren soll. Ich kann da unten... Also ich kann da unten ein Ding setzen. Kann da oben ein Ding setzen. Ja, ich bin ja in diesen Strahl reingekommen, ne? Ja, Leute, also... Ich frage mich halt, wo ich diesen Sender platzieren soll. Da bin ich jetzt gerade wirklich zu doof für. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Das muss funktionieren. Ja, also wir müssen hier auf jeden Fall mit Stase arbeiten, denn sonst würde ich ja hier nicht überall so Stase kriegen. Aber man kann hier halt nirgendwo diesen Sender festmachen. Hier steht jetzt auch nur, platziere den Sender.
Ah, wartet mal. Ich hab ne Idee. Oh Gott. Was, wenn ich hier einfach richtig weit raus muss? Ah ja, hier muss der Sender ran. Okay. Also Step 1 habe ich jetzt schon mal. Ja, ich muss wieder nach draußen. So viel weiß ich schon mal. Oh, das ist jetzt gemein. Schon wieder keine... So, jetzt müssen wir nämlich den Asteroiden nach draußen schmeißen. Wieder nach draußen. Oder muss ich mit dem Sender noch irgendwas machen, den noch so aktivieren oder so? Ah ja, hier unten gibt es schon mal Luft und Stase. Okay, wenn es hier Luft und Stase gibt... Also so richtig weiter komme ich hier gerade nicht. Ich habe jetzt auch exakt kein Ziel zu verfolgen, ne? Eintritt in Vakuum.
Kann ich dich einfach von hier aus jetzt nach Hause gleiten? Kann man die Dinger hier irgendwie abschalten? Ah, wartet mal, sind nur diese leuchtenden Dinger. Achtung, Gravitationsstrahl gelöst. Ah, so geht das, wartet mal. Okay. Ja, okay, ich hab endlich. Das war jetzt aber auch, also das hat jetzt gedauert, weil es auch keine Vorwegweiser gab, ne? Kaum gibt's keine Vorwegweiser, kommt die Yuga nicht mehr zurecht. Externe Gravitationsstrahlen offline. Interne Strahlen bei voller Leistung. Ende des Vakuums. So. Jetzt nur noch hier die beiden. Natürlich kommen jetzt die Gegners. Ja, habe ich schon gehört. Achtung, Gravitationsstrahlen gelöst. Jetzt kommen sie angeschissen, ne? Zwei ist nicht mehr gesichert. Ungeschultes Personal muss den Abbausektor sofort verlassen. Schwerelosigkeit deaktiviert. So, und jetzt? Schieß den Asteroiden ab. Okay, schieß den Asteroiden ab. Okay, das war wohl nicht wörtlich gemeint. Ach, das hätte ich gar nicht hier drin machen müssen. Ach so, shit. Hätte ich gar nicht hier drin machen müssen. Schieß den Asteroiden ab. Plötzlich wieder Vorwegweiser wichtig. Schwerelosigkeit deaktiviert. Da lang, okay. Kurz nachladen. So, und dann eine Waffe. Man weiß ja nicht, was jetzt hier kommt. Okay, jetzt muss ich hier durch dieses flammende Inferno. Okay, aber ich weiß, wie ich hier durchkomme. Oh nein. Oh nein, ich hätte die Batterie mitnehmen sollen. Ich habe die Batterie vergessen. Ich, Depp, hab die Batterie vergessen.
Leute! Ganz knappe Kiste hier, ganz knappe Kiste, die beiden. Also mehr Glück als Verstand, die beiden. Oh Mann, ey. Da lohnt es sich doch immer, einen Hosentaschenakku dabei zu haben. Also würde es sich lohnen, wenn ich es hätte, aber habe ich ja nicht. Boah, Munition aber jetzt echt knapp. Nee, nicht hier. So, mal gucken, was jetzt schief geht. Irgendwas muss jetzt ja noch schief gehen. Ah, da. Ciao. Es funktioniert. Der Sender ist online und sendet im Breitband. Ich richte den Empfänger aus. Das wird eine Weile dauern. Geh zurück zur Monorail-Station. Alles klar, Leute. Boah, das war jetzt Action. Das war jetzt Action, Leute. Deswegen machen wir ein kurzes Päuschen. Ja, Asteroid ist im Weltraum. SOS-Signal ist gesendet. Ich habe natürlich wie immer wenig Munition, also kann nur noch besser werden. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Haut rein, Baby. Euer Hyuga.